Und wir beschäftigen uns heute noch mal ausführlicher mit dem politischen Aschermittwoch der AfD. Gestern haben wir es schon kurz gemeldet. Es gab Proteste gegen die Veranstaltung in Rödermark und eigentlich wollte die Stadt die Veranstaltung sogar verbieten. Das ist aber vorm Verwaltungsgericht gescheitert. Und so haben wir die Chance jetzt gehabt, mal genau hinzuhören, was so gedacht wird in den Reihen der AfD. Ihre Spitzenpolitiker waren ja zuletzt bemüht, das Thema Vertreibung von Einwanderern herunterzuspielen. Das sei keine offizielle Parteilinie. Die Demonstranten hat das gestern nicht überzeugt. Zu Recht, wie wir gleich sehen werden. Alle zusammen gegen die Faschisten! Draußen empörte Bürger. Gegen die Faschisten! Jawohl! Drinnen bayerische Bierlaune bei der AfD. In Rödermark protestierten gestern Abend 1200 Menschen gegen den politischen Aschermittwoch der AfD, verteilt auf zwei Plätze. Vor der Kulturhalle und dahinter am Rathausplatz. Unterschiedliche Gruppen riefen zur Demo: Wir sind Brandmauer, so ein Motto hier. Dass man jetzt endlich mal zeigt, Lautstärke zeigt und Präsenz zeigt und eben sagt, so nicht, wir sind Deutschland und nicht die. Weil die AfD nicht demokratisch ist. Die nutzt demokratische Rechte, um genau die Demokratie abzuschaffen. Nach der Sache da in Potsdam, das war nur so ein Impuls. Und der Impuls, der hat genützt, um Leute vom Sofa zu holen, hier zur Demo zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Alle Tische sind im Saal besetzt. 250 Besucher. Sehr viele kommen aus anderen Bundesländern. Die AfD schimpft über vermeintliche Fake News beim Migrationsthema, fühlt sich falsch verstanden. Und Andreas Lichert, hessischer Landessprecher, teilt aus. Wir müssen niemanden überzeugen. Diese Massenidiotie, die hier stattfindet, bleibt Idiotie, ganz egal, wie groß die Masse ist. Und deswegen müssen wir nur mutig unsere Fahne hissen. Im Saal viele Mitglieder der jungen Alternativen, die der Verfassungsschutz beobachtet und die Gerichte als gesichert rechtsextrem und also antidemokratisch einstufen. Ihr Landeschef Dominik Asch provoziert nebenbei das Protestpublikum. Andere machen noch Selfies und die meisten von ihnen wollen nicht mit uns reden. Ihnen gebe ich keine Auskunft. Warum nicht? Sind Sie doch Gast? H3, ne? Ja. Hat sich erledigt. Nein. Nein? Nein. Kein Kommentar. Anstatt sich miteinander zu unterhalten, wird lieber geschrien und dem anderen Faschismus vorgeworfen, was kompletter Irrsinn ist. Ein Redner, der gern sehr radikale Positionen vertritt, ist auch eingeladen, Matthias Helfferich. Der fraktionslose Bundestagsabgeordnete hat sich schon selbst als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Auch seine Rede wird hier oft von Tusch und einem Schnipsel des Techno-Titels L'amour toujours unterbrochen. Ich bin froh, dass ihr alle den Liedtext vergessen habt. Ja. Also. Das Publikum versteht jedes Mal die Anspielung. Musik, bei der an einigen Orten Rechtsextreme in Diskotheken Zeilen singen wie diese: Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Und zum Konzept von Rückführungen sagt Helfferich vor Ort: Wer es gut mit Deutschland meint, der fordert eben Remigration, millionenfache Remigration, liebe Freunde. Bundesweit gibt es etwa 51.000 ausreisepflichtige Flüchtlinge ohne Duldung. Wer Millionen sagt, meint wohl auch andere Migranten. Den Beteuerungen der AfD, das sei nicht die offizielle Position, glauben hier die Protestierenden, die bis zum späten Abend ausharren, draußen nicht.